komme gerade mitten ins Flummi-Training, das hier jede Woche stattfindet. Jede Sekunde, die hier gerade nicht gesendet wird, kommen, strömen hier die Athleten rein und spielen mit ihren Flummis und trainieren. Ich freue mich ganz herzlich, einen alten Klassiker wieder hier begrüßen zu dürfen. Es ist niemand geringerer als Fabi Krani ist anwesend. Fabi! Und du, sag mal, also, hallo, wer hat dich denn heute eingekleidet? Das sieht ja grandios aus. Was hast du denn an? Ich habe ein T-Shirt an, und zwar von einem Fan. Zeig das mal. Du hast das offizielle Mini-Metro-Fanshirt an. FF6940C, unsere aller Lieblingsfarbe. Genau. Grandios. Ich finde es ja toll, dass wenn ihr uns Mini-Metro-Merch schickt, uns aber nur zu zweit ein T-Shirt schenkt. Also ich meine, danke, netter Gedanke, aber ihr könnt euch natürlich vorstellen, was das für eine Situation war in der Redaktion, ja, als das ankam. Aber auf der anderen Seite ist es ein T-Shirt in XL. Ich dachte, vielleicht sollen wir da zu zweit rein. Wie so ein Zwerg. Aber selbst, es ist ja klar, dass wir zu zweit nicht in XL passen. Das ist mir ja schon eigentlich fast schon zu klein. Und es fällt sehr klein aus, das XL. Da hätte er schon 4XL oder so, ja, müssen. Aber vielen, und vielen Dank. Dann wären wir natürlich auch mittags irgendwie zusammen zum Burgerladen in dem, ja, T-Shirt und so. Also wär Ist ein cooles Design und natürlich eine schöne Farbe. Das ist eine, ich glaube, das ist genau die Farbe FF6940C. Das ist aber interessant, weil das müssen wir mal wirklich mal rausfinden, weil ja zwischen Online-Farben und Druckfarben gibt es ja auch nochmal einen Unterschied. Ja, das ist nochmal eine ganze Katastrophe mit. Das kenne ich auch, das sieht alles super toll aus. Ja. Und dann gibst du das in Druck, Tiefdruck, Blechdruck und dann, oh Gott, ist das potthässlich. Immer so, vor allem früher, wenn man in der Uni irgendwelche Hausarbeiten oder so ausdrucken wollte und so, ja, das ist aber gar kein Druckfarben. Haben sie das in CMJK denn gespeichert? Nee, in RGB-Farben? Ja, das ist ja eine ganz andere Welt. Nee, das passiert mir oft. Immer auch der Text genial geschrieben, druckst du den aus, nur noch Bullshit. Nur noch es Bullshit. Ist einfach Drucken, macht ja alles schlechter. Genau. Wir spielen heute Minimetro, vielleicht das allerletzte Mal in der Geschichte, denn wir haben nur noch einen einzigen Level. Ja. Wir haben dieses Spiel angefangen, wann? 2015? Ja. Es scheint schon Äonen von Jahren her und heute haben wir es geschafft. Wir sind am Ende, wir sind an der Endstation angekommen. Genau. Wir gucken mal ins Spiel rein, denn wir haben nur noch einen einzigen Level vor uns. Es ist Auckland. The dream of the 90s is alive in Auckland. Und Mumbai der Schande, ja, wirklich gescheitert. Mumbai war schrecklich. Und jetzt Auckland, wir starten rein. Auckland, vielleicht das allerletzte Mal. Möchtest du mal anfangen? Fabian, ja, ich möchte, dass du dieses Mal, weil ich finde, du hast dich entwickelt, wirklich, ich finde, du bist echt ein formidabler Bahner geworden. Ja, danke. Bahner, muss man wirklich sagen, mhm, du hast dich wirklich entwickelt. Ich gehe mal ein bisschen in den Chat. Hol mir mal den Laptop. Ich wollte noch mal ganz kurz sagen, dass die Person, ja, die uns dieses T-Shirt geschickt hat, auch gerne uns noch mal schreiben kann. Dann können wir uns auch noch mal persönlich bedanken. Ja, gerne, auf jeden Fall. Weil da war kein Name oder so dabei. Ja, das ist oft so. Oft werden Sachen geschickt und es ist einfach nichts dabei. Ja. Ich habe letztens einen Briefumschlag bekommen, wo ein ausgedruckter Tweet einfach war. Und man denkt sich, okay, kommt das jetzt von der Person, von der Tweet ist? Oder will man mich auf den Tweet hinweisen? Ausgedruckt. Also es ist natürlich kein schlechter Gag. Möchte ich jetzt. Moment, hey, warum hängt das hier dran? Das muss da dran hängen, wirklich. Das ist hier super. Ach, dann kann ich so ein bisschen kontrollieren, oder was? Ja, du kannst kontrollieren. Aber was ist überhaupt Minimetro, Florentin? Was muss. Jetzt okay, gleich mal beendest du einfach den Stream. Das ist 3D. Wenn man das schnell genug macht, dann ist es ein 3D. Gut. Es ist übrigens total ungewohnt, so in so einem Set zu sitzen, oder? Also wenn wir uns jetzt mal, gehen wir auf Vollbild, also es sieht doch, wir sehen nicht gut aus. Es ist wirklich so wie so ein Möchtegern-Kino-Plus einfach so, ja, ich fand den Film ganz gut. Welche Kamera? Und wer ist heute zu Gast? Ach ja, die, guck mal, wo kommen die denn her? Oh Gott. Ach ja, es ist herrlich. Auckland, ich bin sehr gespannt, weil Mumbai, notorisch schwierige Level. Hm. Was erwartet es in Auckland? Natürlich, Fabian, du kannst uns ein bisschen was über den Fluss, der durch Auckland fließt, erzählen erstmal. Ja, ich mach mal weiter hier zu lange. Ich habe nämlich jetzt nicht direkt was vorbereitet. So, Epilepsiegefahr, schreibt der Chat. Oh, ich hoffe, wir haben jetzt nicht ein paar Epileptiker verloren. das tut uns sehr leid. Das muss ich hier nochmal das machen. So.
Also wir sehen schon, wir haben Tunnel in Auckland, also eine Tunnelstadt. Du hast da schon, und oh, schöne Farben, würde ich sagen. Ja, was also denn? Dieses Grün, dieses Grasgrün ist herrlich. Grasgrün, sehr. Grasgrün, Himmelblau, das ist wie so ein schöner Sommertag. Ich glaube, ja, und haben wir vielleicht sogar auf Anhieb schon die richtigen Farben gerade erkannt? Kann aber das ist sein? Das nicht Iran oder sowas, dieses Blau und Grün? Iran? Die Flagge, nee. Doch, es gibt eine Flagge, die so ein stranges Grün hat. Weil es gibt ja auch bei Flaggen so Normfarben. Mhm. Und dann gibt es so ein paar Länder, die haben andere, wie zum Beispiel Deutschland, die als einzige Gold haben, ja, statt Gelb. Was auch mal einfach mal ein Move ist, zu meinst sagen. Es gibt kein einziges Land mit Gold in der Flagge? Ich glaube, Deutschland ist wirklich die einzige mit Gold. Also ich meine, am Ende, glaube ich, macht es keinen großen Unterschied, ja, weil Gold ja keine Farbe ist. Aber so in der im Ansatz, ich weiß leider nicht, wie man hier aus dem Superchat rauskommt. Escape? Ich habe immer Angst, dass dann alles abstürzt, weil anscheinend das Ganze hier läuft. Mhm. Und wenn ich schon dieses erbärmliche Kabel sehe, an dem gerade alles hängt, der, ja, ganze Sender, der ganze Stream fließt durch dieses Kabel hier durch. Okay, Moment. Mir fällt gerade was richtig, mir fällt gerade was ein, was wir uns noch anschauen müssen. Hast du das mitbekommen? Ich habe es mitbekommen. Ich stehe aber kritisch dem gegenüber, möchte wirklich? Ich direkt sagen. Wir haben tatsächlich für heute, okay, für den Endspurt, ja, wir haben ja wahnsinnig viel gelernt. Ja. Im Minimetro die ganze Zeit. Ja. Und es gibt jemanden, der hat alles, das musst du aber machen, ich kann, ja, das nicht zeigen. Und es gibt jemanden, der hat alles, was wir gelernt haben, nochmal zusammengetragen und alle Tipps zusammengetragen, ein Minimetro-Manual, ja, wo alles drinsteht. Willst du das mal aufrufen? Ja, da müssen wir ganz kurz... Da kannst du schön raustabben. Okay, aber jetzt beende ich vielleicht das Spiel. Wollen wir auch nicht. Nee, du kannst ja mit guck mal, das erkläre ich dir jetzt. Mit der Windows-Taste kannst du raustabben. Windows, und jetzt gehst du unten auf Programm und dann kannst du Chrome aufrufen. Okay, ich kann nichts sehen. Ja, es ist ein bisschen sehr klein, stimmt. Währenddessen kann ich so ein bisschen was über Auckland erzählen. Auckland, auch Auckland Council genannt. Oder machen wir das nach dem ersten Spiel? Machen wir nach dem ersten Spiel, vielleicht, ja, ist besser. Ja. Auckland, Moment. Auckland ist eine Stadt in welchem Land? In Australien. Falsch. In Neuseeland. Richtig, sehr gut. Auckland ist eine Stadt in Neuseeland. Und der Bürgermeister heißt? Ich habe keine Ahnung. Phil Gough. Phil Gough? Okay. Gough. Vorwahl ist 6-4. Okay. 6-4. Und 1840 gegründet. Uns interessiert natürlich der Fluss. Ich habe jetzt letztens eine Doku gesehen, dass in Neuseeland, da gibt es ja unfassbar viele Schafe. Da gibt es ja irgendwie... In Neuseeland? Ja. Ja? Ja, da gibt es irgendwie so, die Bevölkerung, die Schafspopulation ist irgendwie 4- oder 5-mal so hoch wie die eigentliche Bevölkerung, ja, in Neuseeland. Und die haben jetzt schon, die sind richtig innovativ. Und zwar, da werden mittlerweile die Schafe sogar mit Drohnen gehütet. Die brauchen keine Ernsthaft? Hunde mehr. Ernsthaft? Ja. Schäferdrohne? Ja, mit einer Schäferdrohne. Aber das ist doch, du kannst doch nicht die ganze Rasse Hunde arbeitslos machen. Doch. Einfach mit so einem Move. Und dann die gesamte, ich meine, das ist ja nicht nur ein Beruf für diese Hunde. Ja. Die haben das in den Genen, die sind Schäferhunde. Ja, genau. Das ist so krass. Man sieht das ja auch manchmal, wenn diese Hunde dann als Haushunde, wie die dann wirklich immer versuchen, auch so eine Gruppe zusammenzuhalten an Menschen. Ja. So auf also der Straße. Mein, wenn so ein Mensch arbeitslos wird, dann ist es tragisch. Aber also wenn so ein ganzes Berufsfeld verschwindet, dann ist es tragisch. Aber dann kann der Mensch ja sich auch umlernen. Wie zum Beispiel, und da bin ich sehr kritisch, Disney macht jetzt Stuntroboter. Ja. Damit die keine Stuntmen mehr brauchen. Wie fucking asozial ist das denn? Ja. Einfach einer gesamten Berufsgruppe, die so viel geleistet hat für die cineastische Welt, Stuntmen, einfach zu sagen, nö, mal als Roboter. Nö. Nö, brauchen wir nicht mehr. Und irgend so ein Ingenieur sitzt in irgendeinem Labor und sagt, ich baue jetzt einen Roboter, der alle Stuntmen arbeitslos macht. Yes. Und also das finde ich nicht gut. Vor allem, wie gesagt, der Stuntman kann umlernen, der kann dann irgendwie noch, keine Ahnung, Landwirt werden oder so. Aber Innovation. Der Schäferhund, der kann nicht einfach seine Gene ändern. Nee, eben. Was macht er dann? Ich sag mal so, Innovation, aber mit Bedacht. Ja. Innovation mit Bedacht. Es ist ja eh schon mal eine Ansage von Menschen, einfach zu sagen, wir züchten uns Hunde nach Berufen, so was sie können sollen. Ja. Das ist schon scheiße, aber dann noch zu sagen, nö, dann bist du jetzt einfach rausgeschmissen, arbeitslos, das finde ich zu alt. Wir haben jetzt hier schon 3 Kreise in Folge, also wenn man da mal, guck mal, kurz nicht hinguckt. Genau, wir haben es auch heute komplett verpeilte Folge, das ist ja wirklich heute Rocket Beans wie in den 50ern. Das ist wirklich alles durcheinander. Wie früher, aber wir haben nämlich ganz vergessen zu erklären, worum es in diesem Spiel eigentlich geht. In diesem Spiel geht es darum, dass man Passagiere befördert. Passagiere sind kleine Dreiecke, Kreise,
Die schwarzen Symbole sind persisch. Die schwarzen Symbole, also ja. Und diese Symbole gibt es aber auch in ihrer Form in großen weißen Symbolen. Und diese kleinen schwarzen Symbole möchten zu ihren großen Muttersymbolen den Haltestellen. Und das müssen wir schaffen, indem wir Linien schlau verlegen und Wagen schlau einsetzen. Das war's auch schon. Also ich glaube, wir haben hier wieder nicht so einen Fluss, den man benennen kann, sondern das ist wieder so ein Gedöns, dass das irgendwie am Pazifischen Ozean hängt. Ja. Und am Tasmansee. Tasmansee. Ich hätte aber auch gedacht, dass Auckland, ich dachte sogar, Auckland ist in Kanada, ehrlich gesagt. Aber da kannst du nur überheblich lachen. Ja, der wirklich. Chat lacht auch. Das ist immer so das Problem, weißt du? Ja. Guck mal, die Hälfte des Chats weiß Bescheid. Ja. Weißt du, die Hälfte denkt Neuseeland, Hälfte denkt Australien. Jetzt sage ich, ah, das ist in Australien. Und der Hälfte des Chats lacht dich aus, die es schon wussten. Der andere Chat ist einfach still. Ja. Und was, wie es bei uns ankommt, ist, alle lachen uns aus. Ja. Aber weil einfach die es selber nicht wussten, einfach leise sind. Deswegen auch mal gerne in den Chat schreiben, ich bin auch dumm. Einfach, ja, genau. Ich wusste auch nicht. Ich bin auch ein Depp, genau wie die Leute von der Kamera. Also das auch gerne mal verbalisieren. Also, die Leute posten ganz viele Schaf-Emojis. Sehr gut. Belgien. Iran ist ein Land, schreibt jemand. Also der hängt immer noch an Iran. Ja. Ich find's gut, wenn Leute den Sender live gucken, aber zeitversetzt. Ich bin immer so 5 Minuten hinterher. Ja. Obwohl, das ist tatsächlich gar nicht so dumm, weil du dann einfach die Werbung überspringen kannst. Ja, okay. Ja. Das ist tatsächlich ganz gut. Ja, aber ansonsten so, ja, ich liebe diesen Live-Charakter, aber so 10 Minuten hinterher. Ja, das stimmt schon. Bei mir tatsächlich auch ganz oft, ich schaue mittlerweile relativ oft Twitch-Streams, ja, aber ich versuche immer nach vorne zu skippen. Ich habe das so im Kopf, dieses, skip, dieses, ich kann es nicht erwarten, mach schneller jetzt. Ja. Und ich habe das auch bei Livestreams immer, dieses Skippen, ich will skippen, merke, es geht nicht und denke mir, oh Gott, jetzt muss ich da durch dieses Gelaber durch diesen Draft oder sowas durch. Oh, nervig. Naja. Also Dengel, bist du eigentlich doch eher ein VOD-Typ? Eigentlich schon, ja. Ich glaube, es ist tatsächlich der Zwischending. Ja. 20 Minuten hinterherhängen, um Sachen zu skippen zu können. Der Dengel schreibt, er ist ein Depp, wunderbar, finde ich sehr gut. Gefällt mir gut. Auckland gibt es auch in England, schreibt übrigens Rob Chang. Mhm. Ich bin auch dumm, schreibt Herzer. Herzer ist im Chat, servus, herzlich willkommen, Herzer. Wunderbar, dass du dabei bist. Jetzt schon, kannst es gar nicht erwarten zu Rage. Heute eine fantastische Folge Rage. Extra Länge, 3 Stunden. Wirklich? Und ich sag euch eins, 1-1, Donny gegen mich. Und ich werde gewinnen. Ich habe Bock zu gewinnen. Wirklich. Donny ist mir meilenweit voraus. Er hat viel mehr trainiert. Aber okay, ich habe Bock zu gewinnen. Und das reicht manchmal auch. So, jetzt kommen wir mal zu einem Punkt. Und zwar werde ich hier mal meine erste... Ja. Jetzt erklär mal, was da gerade die Situation ist. Genau, die Situation ist gerade, dass wir ein relativ verzweigtes Wassersystem haben. Also wir sehen hier offensichtlich einen Ozean oder ähnliches. Könnte Tasmansee sein? Genau, und wir haben jetzt hier gerade dieses Sonderzeichen Stern dazu bekommen und ich habe hier eben noch so eine kleine Tentakel-Taktik gefahren, die sich hier auszweigt. Habe das aber jetzt zu einer Kreisbahn ausgebaut, weil ich das offensichtlich für die bessere Taktik halte, zumindest für den Moment. So, und jetzt gilt es aber zu evaluieren, wie können wir diese ganze Sache verbessern. Also zum Beispiel müssen wir jetzt hier auch gucken, dass Violett ein bisschen kleiner wird. Deswegen verlege ich, glaube ich, Grün anders. So. Und vielleicht können wir hier sogar das lösen. Oh, der Kreuz ist aber 2. Ja, der Kreuz ist beide. Ja. Das ist bitter. Das ist bitter, aber das können wir auch gut. Und du hast ein Spiel wie bei Dreieck. Ja. Da kommt gleich noch ein schönes anderes. Du hast übrigens noch 2 weitere Linien, ne? Ja. Also... Vielleicht kannst du damit noch ein bisschen erfreuen. Jetzt nochmal ein Exot. Kreuz ganz rechts. Also wir haben eine Menge Dreiecke in der Mitte und mal wieder so diese Peripheriekreise, die immer sehr ekelhaft sind. Na, komm übrigens mal. Da kommt er. Wir haben die normalen Wägen mit 6 Plätzen, nicht wie in Mumbai mit 4. Ganz normal. Oh. Oh, das kann... Doch. Oh, das ist schon böse. Naja, also ich würde das nicht als böse titulieren. Ja? Doch, also Lila macht mir Sorgen. Lila macht dir Sorgen? Lila sieht aus ein bisschen wie ein Bär, oder? Ja. Guck mal, wenn da das der Kreis ist, das Auge oben. Und dann hast du die Schnauze vorne. Ich finde, sieht richtig aus wie ein Bär. Ja, stimmt.
Ich habe jetzt eher das Problem, dass es wieder also Kopf gar keine Probleme macht, aber hier ganz viel spawnt. Und da frage ich mich gerade aktuell, wie wir das Problem lösen können. Ich habe noch zwei Linien, aber kaum Waggons. Also gar keine Waggons und noch keine Loks. Wie können wir das denn jetzt mal lösen hier? Oder mache ich es, lege ich es doch andersrum? Ich mache vielleicht doch Tentakel-Taktik. Komm. Ja, ja, ja. Das heißt, wir haben jetzt gelernt, wir können hier die ganze Linie löschen. Okay. Zack. So. Und jetzt fahren wir das hier mal zurück. Guck mal, vielleicht auch mal diesen. Das ist irgendwie so ein schönes pochendes rotes Herz. So viele Dreiecke auf Rot. Kannst du das nicht mit Smaragd abgreifen? Ja, 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 ja. Pass auf. So. Und jetzt hier mal eine neue Linie. Ist das noch Lavendel? Zack. Lavendel ist ein bisschen blauer, glaube ich. Zack. So. Dann eine zweite Linie. Zack. Zack. Nee, das ist Quatsch. Und noch eine dritte. So. Ja, du hast schon drei Kreise in Folge, ne, bei Lila. Und du hast kein Viereck auf Lila. Lila, kein Viereck, ja, das können wir hier verbinden. Okay, ich habe vor allen Dingen keine. Das können wir auch so machen. Ich habe vor allen Dingen keine. Was ist denn das hier? Ich glaube, da kannst du den Spiel noch rausflippen, aber jetzt ist es eh egal, wenn es der Kreis da kommt. Oh, ich glaube, Auckland ist ganz tricky mit den Spawn-Punkten. Ja, vor allen Dingen, ich sehe hier gerade, hat diese Bahn hier überhaupt eine Lok? Das kann schon. Was uns wieder sein, zu dem Problem, weil was uns wieder zu dem Problem führt, ich will einfach auf eine Linie klicken und dann gucken, wie viele Bahnen hat es. Ich will hier rechts eine Tabelle sehen, wo ich dann sehen kann, wie viele Bahnen hat das. Kann das ja mal bitte endlich jemand programmieren? Ja, wirklich. Das kann doch nicht so schwer sein. Ich meine, wir fordern das seit 100 Folgen. Ja. Aber ich glaube, du hast zwei auf Rot, deswegen hast du keine auf Pink. Jetzt hier bei Blau wieder. Bei Blau spawnt das. Deswegen machen wir hier mal kurz helfen. Kurz helfi, helfi. Und ja. Komm, 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 komm. Lokomotive. Ich will doch keine. Aber du hast schon so viel. Ne. Ich will eine Lok haben oder einen Waggon. Ich brauche weder einen Tunnel noch. Na gut, dann machen wir jetzt halt die letzte Linie. Und die packen wir mal auf. Tatsächlich. Auf. Ey, du brauchst doch für die neue Linie. Ja, die kann ich ja gerade noch nicht machen. Was soll ich denn da gerade machen? Da spawnt gleich was links oben, ne? Da sehe ich schon so einen Pickel. Da siehst du schon so einen Pickel, ne? Brr. Ekelhaft. Ah, jetzt aber halbe Geschwindigkeit. Das ist die erste Niederlage. Ist immer schon auf halbe Geschwindigkeit stellen. Da merkt man schon, dass sich Schlimmes anbahnt. Warum fahren denn die Züge plötzlich so langsam? Oh, so viele Exoten. Und zwei Vierecke auch. Also, dieses Flamingo gefällt mir nicht so gut. Nee? Nee. Die ist ja super unausgeglichen. Die hat drei Kreise und dann so. Die hat ja kein Dreieck zum Beispiel. Warum hat Flamingo kein Dreieck? Warum hat Flamingo kein Dreieck? Das ist eine gute Frage. Kann man das vielleicht auch. Ja, genau, unten anbinden. Ja, du brauchst ja nicht zwei Vierecke. Sowas? Ja, finde ich gut. Braucht Rot das Dreieck überhaupt? Na doch, stimmt, dann hast du sonst hast du halt keine zwei, Anbindung. Du hast halt hier zwei Exoten, ne? Ja, du brauchst Anbindung. Vielleicht sogar auch noch mit Orange, damit die von Orange übersteigen können auf Flamingo. Ja, die Exoten sind schwierig, die müssen alle oft umsteigen für die Exoten. Eieiei. Guck mal, das geht doch schon alles nicht auf hier. War das vielleicht ein Fehler? Die Anbindung. Sollte ich vielleicht doch eine Kreisbahn da machen?
In diesem Terrain hier. Es ist halt, ich glaube, wenn du so viele Haltestellen abgreifst mit einer Linie, dann, ja, dann werden die halt nie abgeholt, weil du hast nur eine Lok. Was ist mit einer Doppellinie? Ey, gerne. Komm, ich mach mal. Du kannst auch zwei Loks auf dieselbe Linie stellen, aber du kannst auch einen Doppelkreis machen. Ein Doppelkreis. Du kannst auch die Zielscheibe machen. Komm, ich mach mal einen Doppelkreis. Kannst du auch einen Doppelkreis machen? Mit Violett und Pink. Oder was das hier auch immer ist. Zack, zack, zack. Boah, ich mag das nicht. Oh, ich mag das nicht, dieses Schnelllöschen aus irgendeinem Grund. Okay, pass auf. Jetzt pass mal auf, was jetzt passiert. Das wird magisch. Zack, 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 zack. Was bedeuten überhaupt die Kreise, Dreiecke und Vierecke, schreibt Matthias Eidner. Ich glaube, die haben nicht wirklich eine Bedeutung. Die unterscheiden sich nur in ihrer Häufigkeit. Also Vierecke sind oft sehr selten und zentral. Mhm. Kreise sind sehr häufig und oft sehr peripher. Und Dreiecke sind so in der Mitte. Und dann halt die ganzen anderen sind Exoten. Man kann sich natürlich Geschichten ausdenken, ne? Dass der Stern ist irgendwie Zoo oder, keine Ahnung, das Kreuz ist das Krankenhaus, das Diamant ist ein Museum. Die Raute ist irgendwie so ein schöner Biergarten, ist schön am Meer, so eine Biergartenpromenade am See, wie man sie gern kennt. Aber an sich, natürlich kann man das auch ganz mathematisch abstrakt begreifen, so wie der Herr Krane, der sieht ja nur die Zahlen, ne? Der sieht ja wirklich nur die Zahlen, nur die Fahrpläne, ja, wann, 4 Uhr, 3 Minuten, kann man da nicht noch eine halbe Sekunde rausholen? Das ist Krane, das sieht er. Okay, pass auf. Jetzt machst du ich will nichts sagen. Ja, was? Aber das wird jetzt halt einfach nochmal gedoppelt, oder was? Nee, das geht ja gar nicht, weil wir haben gar nicht genügend Tunnel. Das ist gerade das große Problem. So, das ist das Problem an der Doppellinie. Weil du vorhin nicht die Tunnel genommen hast, sondern die gelbe Linie, die du nicht brauchst. Ja, 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 ja. Ich glaube, ich habe es nicht verbalisiert, aber ich wollte, dass du die Tunnel. Das wolltest du sagen, ne? Ja, ja. Schon klar. Diese Sendung ist live, schreiben die immer wieder. Ich weiß nicht, was das soll. Naja, wenn du sie jetzt 10 Minuten versetzt, dann ist sie vielleicht nicht live. Okay. Okay, wir haben jetzt überall hier. Ich check auch diese ganzen Befehle nicht. Welche Befehle? Ich weiß immer nicht, ob das Gags oder ob das Insider sind, dieses Ausrufezeichen, irgendwas. Okay. Ich muss mich mal mehr im Chat aufhalten. Nimm dir da mal ein Doppel. Aber sorry, tut mir leid, aber Lavendel kann nicht funktionieren. Der lässt die Hälfte der Leute stehen, weil so viele Kapazitäten haben. Nein, 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 nein. Oder tust halt zwei Loks auf Lavendel. Das einzige Problem, was ich gerade habe, ist blau. Wirklich, das ist das einzige Problem, was ich gerade habe. Ja, und warum? Weil da drei Kreise in Folge sind und du hast zwei Linien im Köcher, die nichts machen. Dafür sind extra Linien da, dass die ein bisschen die Kreise rausnehmen. Nimm mal ganz kurz. Ja, es ist live, verdammt nochmal. Nur um die Leute mal aufzuwecken. Wacken. Aufzuwacken. Aufzuwecken. Aufzuwecken, eingeschlafen sind. Ja, das hätten die Tunnel sein müssen. Das kann man ja schon sehen bei diesem ganzen Gewässer da. Okay, was ist jetzt mit da oben? Wir machen Mick muted. Ja, ich lasse mich hier nicht verarschen, Freunde. Jetzt geht's ins Trollige. Da habe ich keine Lust drauf. Können wir hier können wir zum Beispiel einen Tunnel sparen und Orange hier so anwenden. Orange kann auch den Kreis zum Beispiel von Lila da oben nehmen. Welchen? Da am Festland. Nee. Von Dreieck zu Kreis. Ganz oben. Oben. Ja. Ja, von Dreieck zu nach links den Kreis rüber. Ach so. So zum Beispiel, dass das nicht so ewig viele Kreise in Folge sind. Da hast du natürlich recht. Finde ich nicht schlecht. Weil Lila ist halt gerade. Wenn Lila fällt, fällt alles. Nee, wenn Blau und Rot, guck mal hier, das sind gerade die heißen. Ja, wegen den Kreisen. Heißen Themen. Die großen Baustellen. Und jetzt hier. Der kommt. Oh nee, Leute! Ja, die muss Orange nehmen, glaube ich. Wie können wir denn hier das noch? Was muss Orange nehmen? Na, wo du hast schon recht. Lila ist momentan gar nicht so belastet. Das ist hier das große Problem. Aber wie kriegen wir das mit noch einer Linie oder was? Ähm.
Blau hat mega viel, Grün hat nichts. Guck mal, jetzt machen wir hier nochmal... Ich glaube, du musst die Linien einsetzen. Du hast 3 auf Rot und 2 auf Cyan momentan. Ich glaube, da kannst du einfach mit den 2 neuen Linien einfach ballern. Du kannst dir doch leisten, dass du einfach ganz kurze Linien machst mit wenig Kreisen. Ja. Ja, mach. Mach, in Gottes Namen, aber mach. Ach, Leute! Ich brauche Waggons. Vielleicht gibt es in Neuseeland keine Waggons. Ich habe noch nicht einen Waggon angeboten. Oh, Lida ist furchtbar. Lila ist nicht das Problem, Florentin. Der ist doch da gerade durch eine volle Haltestelle durchgefahren, ohne anzuhalten. Ja. Keine Chance. Weit und breit, da kommt nie ein Zug an. Da oben musst du handeln. Vielleicht doch Lila nochmal komplett löschen? Ich weiß nicht, ob es jetzt schon zu spät ist. Nee, das ist noch nicht zu spät, Leute. Ey, wirklich. Ich hab jetzt hier... Wie binden wir denn das jetzt schlau an? Aber guck mal, Florentin, du musst doch mal... Das verstehe ich aber jetzt wirklich nicht. Guck mal, alles voll hier. Und hier sind überall Linien. Da. Ja, aber Cyan geht zu weit nach Osten raus. Der dengelt nicht genug. Ja gut, der. Gras ist vielleicht... Ja gut, Gras hat schon viel Abwechslung. Aber ich find's ein bisschen Verschwendung, dass du noch 2 Linien hast. Aber ich bin mir auch nicht sicher. Ich weiß wirklich nicht, was ich tun soll. Ich glaube nur, dass... Schau mal, Cyan hat Kreis, 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 Dreieck, Dreieck. Sowas musst du dir eigentlich nicht gefallen lassen, wenn du noch so viele Linien im Köcher hast. Ich weiß nicht, ob es jetzt das ist, was es ist. Wahrscheinlich nicht. Mhm. Aber allein, guck mal, wenn ich schon mal sehe, der Wagen hier. Dreieck, Dreieck, Stern, Dreieck. Und dann da kann er schon mal nicht alle wieder aufheben. Und dann ist er schon voll. Und dann geht's da nicht weit. Dann lässt er die auch alle stehen. Ja. Was hältst du davon, alles zu löschen? Ich bin kein Freund von Tabula Rasa, aber... Komm, ich mach mal kurz... Manchmal... Manchmal hilft es, ne? Komm, ich mach mal kurz Tabula Rasa hier, Leute. Das habt ihr noch nicht gesehen, was hier passiert. So. Und jetzt die ganze Sache nochmal neu denken. Nochmal, was haben wir hier für Epizentren? Was haben wir hier für Sachen? Wir haben hier. So, jetzt mal gucken. Zum Beispiel... Diese. Zack. Mach doch nicht nur 4 Kreise, wenn du die so, ja, nicht lachen kannst, ey. Zack, 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 zack. Mach doch Dreieckkreis, Dreieckkreis, Dreieckkreis. Aber wie soll das gehen? Naja, jetzt von einem Dreieck dann wieder zu Kreis und dann zu hoch. Wo ist hier ein Kreis? Einfach rechts unten zum Beispiel. Ja, da geht doch nicht. Achso, ja, oder zack. Dann von mir aus halt dann direkt zack. Zum Viereck. Ja. Zack. So. Eine Linie. Haben wir das. Jetzt die nächste. Ja, genau. Kreis, Dreieck, Stern vielleicht. Da oben. Du meinst das, das. Und jetzt haben wir hier wieder Kreis, ne? Ja. Zack. Ja, oder du machst die halt oben rum. Du führst die halt oben bis zum Viereck. Ach so. Und gar nicht über unten. Okay, zack. Aber schon noch, die müssen wir halt mitnehmen. Naja. Also zack. 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 Ist ein Vorschlag an der Stelle. Jetzt müssen wir... guck mal hier, zack, 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 zack. Ihr kommt von Kreis, ihr wollt zu Kreis. Kreis. Nee, aber vielleicht ist das hier so eine Kreisschaufel. Ja, aber komm mal, ohne Viereck, ohne Dreieck. Wir steigen in die Bahn ein. Mit einer Verbindung hier, guck doch mal. Und dann zack, dann kannst du hier... Ja, aber das sammelt sich doch dabei, da die alle Dreiecke und alle Vierecke da raussteigen. Kannst du hier rüber machen. Du machst jetzt die Olympischen Ringe einfach so 5 Ringe hintereinander. So? Dann hier noch den Bahn.
Zack, zack, zack. Und dann müssen... Es sieht einfach richtig bescheuert aus. So, die haben wir. Und jetzt müssen wir noch hier oben einmal abgreifen mit... Zack. 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 Das geht doch nicht. Es sind wieder drei Kreise. Zumindest zwei Kreise. Und dann müssen wir hier den dritten Kreis einbauen. Geht leider nicht. Aber gibt Flemminge noch ein Dreieck da links unten? Ja. Oder den hier? Ja, genau. Das ist natürlich eine sehr kurze Linie, ne? Vielleicht noch ein zweites Dreieck? Macht das nicht vielleicht Sinn? Ja. Und dann lösen wir das mal und machen hier noch so eine von unten kommen Linie. Weißt du? Aber wieso hast du... Achso, warum hast du jetzt keine Lok für gelb? So. Ja, ich weiß nicht, ob die beide Vierecke braucht, aber ja. Ja. Vielleicht kann die noch, ja. Die kann dann hier hoch was mitnehmen. Vielleicht kriegt die sogar noch eine Verbindung zu Cyan, links unten. Sowas? Ja. Ja, und jetzt drücke ich einfach mal auf Play und ich mache mir einen schönen Tag, oder? Ja. Du hast halt eine Kreisbahn durch zwei Hälften eigentlich gesetzt. Vielleicht auch nicht so schlecht. So die Mandarinentaktik. Was mache ich? Ich brauche Waggons. Nicht Tunnel. Gerade brauche ich keinen Tunnel. Aber du hast vorhin schon Tunnel ausgeschlagen. Ja, das stimmt, aber ich brauche jetzt, muss jetzt was wegschaffen auch. Na gut. Die Tunnel kommen nochmal. Ich bin akut gefährdet. In der Tat. Okay. Also, wir brauchen jetzt erstmal. Den müssen wir jetzt erstmal hier hinsetzen. So. Zack. Wir haben hier bei Kreis, hier bei, die starten halt auch alle ungünstig. Aber Willi spricht einen guten Punkt an, Exoten müssen viel umsteigen. Wenn du dir zum Beispiel mal Kreuz anguckst, ja? Wenn irgendwie Kreuz zu Viereck will, dann muss der über drei verschiedene Linien darüber. Das ist schon knallhart. Das ist knallhart? Also wenn jetzt ein Kreuz auf Gelb spawnt, das ist hart, der muss oft umsteigen. Das ist ein guter Punkt von Willi. Aber Willi natürlich, wie so oft... Benennt ein Problem, ohne eine Lösung in der Hinterhand zu haben. Ja. Aber das muss Willi nicht. Willi muss nur kritisieren, aber... Ich wäre auch so gern einfach nur im Chat gerade. Hast du so einen Fake-Account, um dann mal irgendwie so andere Leute zu beleidigen im Chat? Nee. Diese Bügel sind immer kaputt. Okay, jetzt bei Orange. Ich mache jetzt hier mal nur... So, ich mache jetzt. Ja, dieser Osten ist wirklich nix. Dieses Verwuseln da von drei Linien. Ey, diese Kreislinie bei Grasgrün. Ja. Was ist das? Das findest du nicht gut, ne? Was soll das sein? Die generiert einfach Probleme. Jetzt ist da zumindest mal ein Dreieck, ey. Guck. Guck mal, jetzt ist da ein Dreieck und jetzt könnten wir das Ganze theoretisch sogar schau mal, ohne, ganz kurz, ohne Tunnel verbinden. Sorry, auf Grasgrün sind momentan vier Vierecke. Die müssen alle zweimal mindestens umsteigen, um zu Viereck zu kommen. Die stopfen alles voll. Nein, auf Grasgrün das muss man doch nicht zweimal umsteigen. Doch, auf Orange, ja gut, einmal auf Orange. Auf Orange. Oder halt auf Lila, stimmt, oder auf Lila, das reicht. Wir müssen einmal umsteigen. Das ist super easy. Du kannst auf Lila und auf Orange. Naja, gut, weißt okay, du, was recht. Vielleicht auch aber ein, vielleicht weißt du, was ein Learning ist aus der ganzen Zeit? Einfach mal die Klappe halten. Einfach mal die Klappe. Nee, aber wir haben uns immer darauf konzentriert, auch dass es irgendwie ästhetisch ist. Aber vielleicht ist auch einfach das komplette Chaos. Wir haben versucht, in jeder Map irgendwie so eine Form zu sehen. Ja. Weil jetzt einfach das komplette Chaos, das Beste. Noch sehe ich die Früchte nicht, ehrlich gesagt. Ich habe einen Waggon. Wo packe ich den jetzt hin? Ich glaube auf... Okay, blau ist zu lang gerade. Das große Problem ist für mich blau. Und zwar, wie können wir blau besser machen? Können wir... Dann haben wir hier natürlich wieder... Hier haben wir eh schon drei Kreise. Können wir... Wir können halt violett. Könnte man zum Beispiel zack, zack ausbauen.
ist denn jetzt überhaupt hier mein... Du hast übrigens noch einen Waggon, ne? Ich habe noch einen Waggon und den packe ich mal direkt hier auf blau. Wir müssen übrigens bald zu unserem Content kommen, ne? Wir haben nicht mehr so lang. Wir haben nicht mehr so lang? Wir haben nur noch eine Viertelstunde. Okay. Und du wolltest noch Content raushauen. Ich wollte noch Content ballern. Gegen Ende der Sendung immer noch mal ein bisschen Content raushauen. Ist immer gut. Oh, Cyan. Oh, 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 Norden, Norden. Oh, das wird eng. Das schafft er alleine nicht. Ja, die wollen alle Dreiecke. Die kann man theoretisch aber auch. Wir können nicht unter 1000 Auckland verlassen. Ja, die machen wir auch nicht. Komm, 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 fahr, 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 hallo! Ja. So. Haben wir hier. Gelb braucht keine zwei. Den kriegt hier nochmal Viol. Wo wollen die denn hin? Dreieck und so. Okay. Ja. Da kriegt Dings noch ein bisschen. Guck mal, wie ruhig grün ist. Guck dir das mal an. Naja. Ganz entspannt. Du hast tatsächlich dich gegen alle Widerstände durchgesetzt und Recht behalten. Das ist mein größtes Problem und das muss ich gerade lösen. Nichts anderes. Oh, Gelb, glaube ich, könnte auch wieder Hilfe brauchen. Auch schon wieder Hilfe? Ja, der sammelt nichts auf. Oh Gott. Der sammelt nichts auf. Ist aber auch schon wieder Sonntag. Hier kommt jetzt auf einmal... Ja, was ist das denn hier? Linse? Blatt? Linse. Ein Kobra-Auge. Und jetzt fehlen dir die Tunnel. Nein, 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 nein. Alles gut. Football. Der fährt durch, ey. Scheiße. Ja, Gelb braucht Hilfe. Aber durch was? Rot ist komplett leer, aber jetzt wird's... Rot nimmt Diamant nicht mal auf. Ach so, weil es in die falsche Richtung fährt, ja. Ey, du musst was machen, ne? Dir ist ja, schon klar. Du musst wirklich gleich was machen. Ich warte hier auf Ding. Nee, das reicht nicht. Das reicht wirklich nicht. Ernsthaft, ernsthaft. Du musst jetzt was machen. Scheiße. Du hättest rot nehmen können, als es leer war, aber jetzt ist was drin. Schau mal, wie viel der. Das sind ja fast zwei Wagenladungen, die da weggeschaufelt werden müssen. Ja, aber das schafft er zumindest, um das zu. Grano. Doch, 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 doch. Ey, das war's. Ich mir hier den kann ich mir doch hier nehmen. Guck mal. Ja. Ich bezweifle es sehr stark. Das läuft. Hey, hey. Oh, jetzt muss aber schnell sein. Jetzt muss es ganz schnell sein. Tunnel? Ja, okay, jetzt nehme ich einen Tunnel. Also ich spiele wieder, wenn ich draufklicke, ne? Dann spiele ich ja quasi wieder. Ich glaube, dann ist die Pause aufgelöst, ja? Dann musst du direkt nochmal Enter drücken. Sind wir eingesteckt? Überraschenderweise ja. Okay. Okay, das waren einige Frames. Und die spawnen sofort da, ne? Das stimmt schon, vielleicht hast du recht. Aber der ist so tief schwarz, der Kreis. Und vor allem sechs Symbole reichen halt da auch nicht. Da ist aber ja schon auch eine andere Lok gerade. Okay. 3, 2, 1. Komm, 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 komm. Okay, du hast mal wieder, Achtung, rechts unten, du hast mal wieder recht behalten. Das war nicht schlecht, Krane. Ey, du machst mich fertig. Da muss ich kurz ein Stück Wasser nehmen. Das ist hier ein Micro, du. Ah, jetzt haben wir uns da grün. Wow, nicht schlecht. Guck mal, auch der Chat sagt, ja, stimmt, hatte ich Unrecht gerade, als ich gesagt habe, GG. Der Chat entschuldigt sich. Leute, wir revolutionieren die Anonymität des Internets. Wir machen alle richtig. Ich fände mal so einen höflichen Chat echt lustig. Ich habe vorhin GG geschrieben kurz, aber jetzt möchte ich es nochmal zurücknehmen und nochmal sagen, dass du tatsächlich besser spielst, als ich erst dachte. Ja. Vielleicht sollte ich mir das beim nächsten Mal überlegen, bevor ich schreibe. Wo ist denn hier der Grüne? Rechts unten, grasgrün. Wo ist meine Maus? Grasgrün. Ja. Saved. Warten, ich kann jetzt nicht auf den warten. Ich muss jetzt hier mal. Wir müssen das Google Doc noch lesen. Wir müssen das Google Doc noch lesen, ja. Lass es grasgrün retten. So. Der geht auf jeden Fall klar. Komm, fahr, 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 ja, aber reicht das? Sind das sechs genug? Nein!
Oh, der ist voll, der ist voll, der ist voll. Der nimmt nichts, der nimmt nichts. Ui, ja, jetzt bricht ja alles zusammen. Ey, Zyan mit 3 Baustellen. Ey, 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 jetzt geht es wirklich nur um 9% oder 8% unter den obersten. Oder 20% eher. Jetzt RIP. Alle schreiben RIP, RIP, RIP. Nö, 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 nö. Oder gibt es sogar ein Symbol für RIP? RIP. Okay, jetzt. Hä? Oh! Oh! Aber Auckland war stressig, ey. Ja, Auckland war richtig stressig. Guck mal, du, vielleicht 10% könnte es vielleicht sein. Ja, wahrscheinlich aber eher so 25. 10%? 10%, immerhin. Und welches arme Schwein ist denn Bitpirat? Ist der Letzte oder was? Ist Bitpirat? Wird der jetzt immer der Letzte auch mit angezeigt? Wie demütigend ist das denn? Platz 68.000 ist Bitpirat. Okay, aber das ist mal so eine Map, aber natürlich klar, weil so weit spielen halt nicht alle, aber das ist endlich mal eine Map, wo der erste halt nicht irgendwie 190.000 ist, so, sondern ja. Halt 7.000, das kriegt man ja hin. Aber der arme Bitpirat an der Stelle, Mensch, mit 615 ist er auf dem letzten Platz. Scheiße. Oh, Auckland ist krass. Ich glaube, da müssen wir nochmal ran. Weil meinst du? Damit gehe ich mich nicht zufrieden. Okay. Das war eine also nichts gegen dich, aber das war eine blamable Leistung. Okay, wie komme ich jetzt? Jetzt haben wir noch einen kleinen Schmankerl für euch. Ja. Und zwar, wir haben eine Einsendung bekommen von einem Fan, richtig? Ja. Und zwar nochmal alles zusammengefasst. Wir wollen ja besser werden und wir haben ein paar Tipps bekommen und zwar in einem sehr schön handlich zusammengefassten Programm. Präsi. Einer kleinen schönen Präsi. Wo wir jetzt nochmal genau an. Dann nimm doch den Explorer. Wo ist der denn? Wo wir jetzt nochmal, unter E wahrscheinlich, dann können wir jetzt nochmal genau zusammenfassen, was wir falsch gemacht haben, warum es gerade zur Schande von Auckland gekommen ist, wie sie mittlerweile bekannt geworden ist. Da ist er! Die Schande von Auckland, Donny. Da ist er noch, Donny. Du bist heute den ganzen Tag einfach hier. Oder? Ich bin ganz, ich habe heute nichts, ich habe nichts mehr vor heute. So, jetzt machen wir. Haben wir die Donny-Kamera eigentlich? Die Donny-Cam? Nee, GoPro haben wir noch. Aha, guck mal, die haben wir die ganze Zeit nicht verwendet. Wir sehen so, ich merke es immer wieder, wir sehen so scheiße aus, Florentin. Guck mal, du mit deinen zusammengedingsenen Beinen, um deinen Laptop zu halten. So. Wir haben leider keine Donny-Cam. Oh my, yes. Das ist die Donny-Cam. Ey, Donny, bist du bereit heute? Wir spielen doch gegeneinander, ne? Ich bin bereit, ich habe schon gehört, dass du heiß bist, Andi. Ich bin heiß, ich mach dich fertig. Du hast trainiert oder was? Ich habe noch nicht trainiert, aber ich werde noch trainieren. Es hat Klick gemacht in meinem Kopf. Vertikal, denkst du jetzt? Es hat Klick gemacht in meinem Kopf und ich glaube, ich bin jetzt an einem anderen Punkt. Denkst du vertikal? Ja. Ich bin gespannt, ey. Heute 17 Uhr, 3 Stunden Rage of Empires. Es wird fantastisch. Geil. So, jetzt gucken wir aber mal, danke auf dir auch. Jetzt gucken wir mal Masterplan. In unseren Masterplan. Und zwar haben wir das zugesendet bekommen. Es ist eine Präsentation. Genau, und einmal kurz den Namen nennen. Meine Augen schaffen es nicht. Klick drauf, mach's größer. Ich kann es auch nicht lesen, aber ihr könnt es lesen. The One and Online. Und Cold Stand. Wow. Da haben wir das zusammen gemacht. Ey, richtig gut und das sieht wirklich ansprechend aus. Ja. Und da ist nochmal, das könnt ihr euch anklicken, wenn ihr diesen Tweet findet. Ja. Und da findet ihr alles, was man als Mini-Metro-Bahner wissen muss. Für Anfänger, für Fortgeschrittene und Experten. Wir gucken mal rein, was es da alles gibt. Viele nützliche Tipps. Genau. So, also. So die Grundlagen erstmal, Basics. Auf eine Linie passen das vier wir Loks. Doch schon. Ja, klar. Vier Loks? Man kann maximal 2 Wagen ziehen? Ja, genau. Das okay. Wissen wir. Jetzt werde ich hier gerade angerufen. Ab 7 startet der Timer. Das ist zumindest die Max Basic. Silas? Die kennen wir aber. Hey auch. Max, warte, für alle jetzt mal kurz. Und hier geht's weiter. Was geht, Max? Oh, ganz kurz. Nicht sagen, nee, nur in verschlüsselten Worten reden. Hier hören alle mit. Geh mal einmal auf deine zweite Ebene da, auf dem Stream Deck. Ja, auf meine zweite Ebene. Seite 2. Ist da wo vorher der Freitagsteaser war, ist da jetzt so ein komisches... Das P. Nee. Ach, so ein rotes Feld. Nicht draufdrücken! Florentin! Sorry, fuck. Sorry. Ja, lass doch jetzt laufen! Sorry! Was? Ich weiß nicht, was das ist! Jetzt lass einfach laufen! Okay, wir schauen uns das jetzt an. Okay. Tschüss!
Na, drücken wir mal drauf. Okay, los geht's. Oh, der fährt da durch. Fährt durch. Bitte, 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 fahr. Warum hält er sich mehr an? Stopp! Was? Oh, ich glaube, ich bin hier drauf. Florentin! Ich glaube, große Probleme sind nur kleine Probleme in groß. Das ist meine Theorie. Das ist ja wirklich, nicht wirklich ein Fluss. Das ist eher so eine Meerenge, oder? Eine Meerenge, es könnte auch ein Delta sein. Oder ein Busen. Ja. Hi. Hey, hallo. Eine neue Farbe. Ja. Was ist das für eine Farbe? Korall. FF694C. Ja. Minimetro. Hey, umsteigen in Fahrtrichtung Spaß. Ey, sehr schön. Hätte ich gewusst, was jetzt kommt, hätte ich das noch viel mehr genießen können. Das ist eine fantastische Best-of-Zusammenschnitt. Von einem Jahr, ein Jahr Minimum. Oh. Das wollte ich eigentlich am Ende, wenn alles vorbei ist. Ey, wir gucken es am Ende nochmal. Wir gucken es nächste Woche nochmal. Wir gucken das jetzt jede Woche als Intro. Es war sehr schön. Ja, oder? Es war wunderschön. Ich hatte Tränen in den Augen. Die schönsten Momente noch dabei. Es war wunderschön. Wir haben wirklich viel gelernt und viel gelacht. Ja. Und ich finde, wir haben uns beide auch auf eine Art kennengelernt, die man sonst nicht findet. Das stimmt. So. Jetzt gucken wir aber noch jetzt nochmal die Mats. Nein, du musst auf Seite 1 gehen. Hab ich doch. So, okay. Hier können wir noch sehen. Und zwar haben wir hier genau die Erklärung, die vorhin im Chat gewünscht wurde. Und zwar, die haben tatsächlich Bedeutung. Wohngebiet, Arbeitsplatz, Transitzentrum, Krankenhaus. Kreuz tatsächlich Krankenhaus. Footballstadion. Geil. Jetzt wissen wir auch, was es ist. Jetzt, Regierung, was ist Militärbasis, Wahrzeichen und Universität ist der Tropfen. Aha. Interessant. Guck mal, da joinen sogar Leute rechts oben. Aber man kann, die löschen jetzt alles. Nein, man kann nur sehen. Man kann nicht dran arbeiten. Die können das. Guck mal, klick mal weiter. So. Ah, Spivi natürlich. Ja, das Spivi-Problem, ja. 90 Grad ist gerade noch so okay. Besser ist aber das. Ja. Genau. Und gar das, nicht geht Spivi. Das geht Spivi überhaupt geht nicht. Gar nicht. An leeren Haltestellen mit Winkeln ab 90 Grad fahren Züge vorbei, ohne unnötig abzubremsen. Genau. Genau, manche Spivis können ganz einfach gestreckt werden. Das nennt man den Flip. Den Flip, genau. Spitzewinkel minus 90 Grad, also unter 90 Grad. Ja, ist ein kleiner Zeichen. Zwingen Züge zum Bremsen. Spivis vermeiden. Ja. Sehr gut. Ja, das sind ganz klare Grundlagen. Ressourcen auch mal im... So, und da bin ich mir nicht sicher. Also hier dieser grüne Kasten, Ressourcen auch mal im Köcher lassen, nicht sofort raushauen. Ja. Ich weiß nicht, ob das sinnvoll ist, weil warum soll man eine Lok denn nicht sofort... Nee, aber das stimmt auch gar nicht. Das ballern. Haben wir nie gesagt. Wir haben doch immer gesagt, es ist eine wichtige Regel ist, alles sofort auf die Bahn werfen. Ja, und jetzt, dieses PDF widerspricht uns. Ja. Jetzt jede verfügbare Linie sofort einsetzen, kann ein bestehendes Netz sinnvoll verschlimmbessern. Damit ist aber Linie gemeint. Ich glaube... Hier wurde zwar die Lok als Piktogramm gewählt. Ja. Ich glaube, eine Lok kann man aber verlustfrei einfach reinwerfen. Das glaube ich auch, ja. Oder? Ja, man kann sie ja dann immer noch abziehen. Also auf jeden Fall. Ich meine, vielleicht, es verschleiert vielleicht so ein bisschen das Bild der Problemzone, weil dann eine Linie besser ist, als sie sein sollte. Umsteigebahnhöfe nicht aus Prinzip ablehnen, das ist ein direkter Widerspruch gegen mich. Sie können sehr sinnvoll sein, wenn an einer... Eigentlich hätte er auch schreiben können, Umsteigebahnhöfe nicht aus Prinzip ablehnen, du Vollidiot. Das hätte es eigentlich auch gut gemacht. Sie können sehr sinnvoll sein, wenn an einer Station regelmäßig mehr als 6 Fahrgäste warten, denn er kann 18 Fahrgäste fassen, bevor der Timer startet. Das eigene Prinzipien hinsichtlich der aktuellen Situation hinterfragen. Hast du keinen Tunnel nicht, willst du keine Linie nicht, ist nicht immer der richtige Weg. Das ist so geil, weil das so als Zitat aufgeführt, so als würden das super viele Leute sagen. Ja, das ist vor allem als Beispiel für die falsche Denkweise gewählt einfach. Sehr gut. Diese Präsentation richtet sich direkt gegen uns. Aber finde ich gut, wir sind ja auch offen für Kritik. Und es ergibt ja auch durchaus... Kreisbahnen im Zentrum verwenden, höher frequentierte Stationen.
und klein halten. Reißbahn klein halten? So sind sie am effektivsten. Okay, das ist, auch das Sachen, ist einfach mal so in den Raum auch, gestellt. Das sind auch Sachen, die wir niemals gesagt haben. Nee, das ist ja nicht, das ist ja für alle, aber ja. da hätte ich gerne irgendwie eine Beweisführung, einfach zu sagen, Kreisbahnen sind am effektivsten, wenn sie klein sind. Warum? Aber ich glaube, wir kommen auch gleich noch zu den Quellen. Also ach so, oh, scheiße, kommt das Literaturverzeichnis kommt noch. Zeit und Spawn im Auge behalten, ja, das ist gut. Aber das ist leichter gesagt als getan, man ist ja auch emotional verankert. Eventuell Sonder... Vom Krankenhaus wollen die Fahrgäste immer nach Hause? Von Kreuz wollen sie immer zu Kreis? Von Wohngebieten fahren sie morgens zum Arbeitsplatz? Sag mal, das ist ja eine komplette Dimension, die wir überhaupt nicht auf dem Teller hatten. Okay, wir müssen das Ganze nochmal spielen. Das Footballstadion ist vor allem am Abend und am Wochenende begehrt? Nee, aber das sagt er einfach so, das kann nicht sein. Naja, das ergibt durchaus schon Sinn, aber also, hat er das jetzt nicht einfach so aus dem Hut gezogen, ey? Vom Krankenhaus wollen die Fahrgäste immer nach Hause, Kreis. Exoten eine Chance geben. Okay, wow. Das ist nochmal, das ist ein Game, also diese rote Box ist wirklich ein Game Changer. Aber wie kann man das denn in der Praxis überhaupt umsetzen? Aber dass die morgens zum Arbeitsplatz fahren, ergibt total Sinn. Ich meine, es ist die Frage, was man da jetzt ändern am Linie, weil die Linie ist ja den ganzen Tag aktiv, aber ja, das aber, ist schon vom Krankenhaus, also das, wollen sie immer nach Hause. Aber sagt das, was sagt das aus? Sagt das was über den, erklärt uns das eventuell den Spawn? Also, dass man, wenn es morgens ist, dass dann ganz viele Leute spawnen, um zur Arbeit zu kommen? Oder was sagt uns das? Weil ich meine, der Morgen ist ja in der Uhr im Spiel super schnell durch. Ja. Also, was ziehen wir daraus? Also, ich glaube, den Krankenhaus-Funfact kann man verwenden. Ja. Der Rest ist irgendwie... Ich fahre vom Krankenhaus direkt ins Footballstadion. Das ist völlig fernab der Realität. Jetzt. So, Kreisbahn, Kopfbahn... große Symbolvarianz. Das heißt, wir haben viele verschiedene Symbole. Vorteil, alle steigen ein. Nachteil, Haltestellen länger verstopft. Geringe Symbolvarianz. Achso, wenn innerhalb der Kreisbahn eine große Symbolvarianz ist, dann steigen alle ein in der Kreisbahn. Okay, ja. Geringe Symbolvarianz, Nachteil, Haltestellen länger verstopft. Okay. Lange Strecke, Vorteil, maximale Entfernung halb so lang wie bei der Kopfbahn. Stimmt das? Da hatten wir auch mal so eine geile Grafik zugeschickt bekommen. Ja, das stimmt schon, aber das heißt ja die maximale Entfernung. Ja. Aber was hilft denn die Entfernung? Du willst ja die Frequentierung wissen, wie oft eine Bahn vorbeikommt. Ja. Aber die Entfernung stimmt schon. Was heißt, aber es stimmt, es ist ein guter Punkt, dass in der Kreisbahn viele Symbole vertreten sein sollen. Ja, das. Ja. Okay. Aber was heißt das hier? Und alle, also was sagt uns das hier aus? Also was ist der Unterschied zwischen der Kreisbahn und der Kreisbahn? Und, also und... Ach so, Richtung. Entgegengesetzte Richtung, alle in dieselbe Richtung. Ah. Okay, Vorteil, alle steigen ein. Nachteil, alle fahren eventuell länger mit. Warum steigen alle ein? Alle steigen ein. Ja, weil wenn du Kreuz, Kreis, steigt bei Kreis der Kreuz nicht ein, weil er ja den ganz langen Weg fährt. Er wertet dann lieber auf die kurz fährt. Genau, und so steigen alle. Immer alle steigen ein. Ui, das ist nochmal eine interessante Dimension. Ja. Und dann, wir haben bis jetzt immer völlig gedankenlos immer in beide Richtungen gefahren bei Kreislinien. Du auch gerade. Ja, nein. Nee, weil wir dachten, das ist geiler einfach. Weil es immer geiler ist, ja. Das haben auch immer ganz viele Leute geschrieben. Naja, das ist jetzt mal hier ein Widerspruch. Ja. Vor allem vier Loks zu empfehlen, Frequenz muss hoch genug sein. Ja, siehst du, genau, das ist nämlich das Ding. Wenn du, glaube ich, alle in eine Richtung fahren lässt, dann musst du auch richtig viele Loks ballern. Eventuell muss man noch mal untersuchen, ob es da wirklich eine lineare Steigung gibt oder exponentiell. Das heißt, am Anfang mit wenigen Loks ist alle in dieselbe Richtung scheiße. Aber wenn du mehr Loks kriegst, dann macht es vielleicht Sinn, alle in dieselbe Richtung zu packen. Ja, oder halt eher, wenn es klein ist, alle in dieselbe Richtung. Und je größer es wird, desto eher auch in beide Richtungen. Nee, ich würde es gerade umgekehrt deuten jetzt. Vorteil, alle steigen ein. Nachteil, alle fahren eventuell länger mit. Und vor allem ab vier Loks zu empfehlen. Das heißt, ab mehreren Loks ist es zu empfehlen, sie alle in dieselbe Richtung zu setzen. Okay, es geht ja auch bei langer Strecke, macht ja keinen Unterschied bei ihm, bei dem blauen Kasten, ne? Ja. Ah ja, stimmt, wenn du mehr Loks hast, eher in die Richtung. Ja, ja gut. Genau. Dann Kopfbahn, Nachteil, Fahrgäste stehen länger, Nachteil, Bahn länger verstopft, Vorteil, schneller Transport zu bestimmten Punkten. Mhm, okay. Das hatten wir, glaube ich, kontroverse. Fazit, wir empfehlen die Brillenbahn. Okay. Unsere Meinung zur Kontroverse. Typ, ein eher Bügel hinzufügen als Gläser vergrößern.
Also die kann dann auch mehrere Bügel haben als zwei? Ja, aber ich finde, und dann, ach, guck mal, da sind die Umsteigebahnhöfe. Das ist ja richtig professionell gemacht. Ja, okay. Krass. Okay, Okay. Moment, hier das sind nochmal die Quellen. Alter, wie krass ist das denn? Ey, das schaue ich mir nochmal in Ruhe an. Die ganzen Quellen. Ey, wir. Also ganz ehrlich, wenn die nicht in bekannten Journals veröffentlicht worden sind, dann glaube ich da gar nichts. Ja, ja. Also. Das wird alles immer genau überprüft. Ich gucke mir die Quellen, ich gucke das im Journal-Ranking nach, auf welchem Ranking die sind und nur dann akzeptiere ich das. Ey, aber mega gut. Aber sonst ich schaue mir das privat nochmal an und wir werden das am Anfang der nächsten Folge auch nochmal einsaugen, damit wir das alles parat haben und dann werden wir Auckland fertig machen. Ja. Und ansonsten, wow, krass. Vielen Dank natürlich auch für das T-Shirt an der Stelle nochmal, das Fantastische. Genau. Und wir sehen uns nächste Woche oder wenn wir das nächste Mal zusammenkommen wieder für Minimetro. Jetzt geht's weiter mit fantastischen Programmen. Fantastischen Programmen, einem tollen Let's Play oder irgendwas anderem. Und wir sehen uns um 17 Uhr wieder mit Rage of Empires Live. 3 Stunden, es wird grandios. Macht's gut, bis zum nächsten Mal. Und wir sagen, bitte allein sein.